Herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir schauen uns heute an, wie ihr Ellenbogenschmerzen loswerdet. Kleiner Disclaimer vorab, wenn ihr wirklich Ellenbogenschmerzen habt, bitte geht vorher erst zum Arzt, ja, lasst prüfen, dass ihr nicht irgendeine Entzündung drin habt oder irgendwas, was ihr jetzt wirklich erstmal überhaupt nicht bewegen solltet, sondern erstmal auskurieren lassen solltet. Ihr könnt gerne auch das Video dem Arzt zeigen und ihn fragen, ob das denn vielleicht Übungen sind, die gegen den Schmerz helfen und die vor allem dann auch später vorbeugen, dass der Schmerz nicht wiederkommt. Alles, was ihr dazu braucht, ist im Endeffekt hier so ein kleines Gewicht. Das sind 2 Kilo, es gehen auch 1 Kilo oder eben auch vielleicht einfach nur eine Flasche oder ein Stab, es reicht auch. Wichtig sind die Bewegungen. Wir werden darauf achten, dass wir in den Übungen die Gelenke schön durchbluten und am Ende einfach rings um den Ellbogen herum alles einmal benutzt haben, die Durchblutung angeregt haben und damit auch den Heilungsprozess. Ja, es gilt ja immer im Körper die Regel, if you don't use it, you lose it. In dem Fall kümmern wir uns eben um den Ellbogen. Wir wollen eben alles benutzen, dass wir es eben später oder sogar jetzt schon nicht verlieren. Los geht's! Okay, für den Start brauchen wir das Gewicht erstmal nicht, weil wir uns erstmal warm machen. In der ersten Übung klappen wir unser Handgelenk nach hinten, ja, der Arm zeigt also mit der Rückseite nach oben, halten es hier fest und halten das Ganze mal 10 Sekunden. Jetzt machen wir es gleich in die andere Richtung, Arme strecken und der Handrücken zeigt sozusagen hoch zur Decke, klappt dann nach unten und wir halten es fest. Perfekt, jetzt machen wir das gleiche noch mit der anderen Seite. Okay, wunderbar. Nächste Übung, immer noch im Warm-up, sind Handgelenke. Wir kreisen die Handgelenke einmal nach innen, also zur Innenseite, jeweils zur anderen Hand. Und mal nochmal in die andere Richtung. Perfekt. Und jetzt noch die Ellbogen. Einmal Hände zur Seite wegstrecken und dann die Ellbogen nach innen kreisen. Auch 10 Wiederholungen. Und jetzt nach außen. Auch 10 Stück. Sehr gut, Leute. Jetzt holen wir uns unser Gewicht oder unsere Flasche. Wir starten mit dem rechten Arm oder mit dem linken Arm, das dürft ihr gerne entscheiden. Lassen das Gewicht einmal gerade nach unten hängen und bewegen es dann nach vorne, ziehen es hoch, wollen es quasi bis hoch zum Kopf ziehen und wieder nach unten und jetzt das gleiche auf der anderen Seite, hinterm Arm nach oben drücken. Davon 10 Stück. Perfekt. Jetzt machen wir das gleiche hier vorne in der vorderen Position, leicht angewinkelt. Ich gehe mich mal ein bisschen auf die Seite, dass man es gut sehen kann. Nach vorne drücken und nach hinten ziehen. Wunderbar. Und jetzt strecken wir das Gewicht noch nach vorne weg, halten es vor uns vor dem Körper und machen wieder die gleiche Bewegung. Nach vorne und nach hinten.
Wunderbar. Nächste Übung sind Rotationen. Wir starten wieder unten in der Position, rotieren einmal ganz nach außen und ganz nach innen. Perfekt, zweite Position wieder in der angewinkelten Position, Ellbogen bleibt an der Hüfte und wir rotieren rüber nach links und nach rechts. Und zum Schluss noch die gestreckte Position vorne, wieder nach links rotieren und nach rechts. Wunderbar. Auf der rechten Seite haben wir die Übungen geschafft, jetzt machen wir das gleiche auf der linken Seite. Und jetzt wieder die Rotation, unten starten. Wieder in der angewinkelten Position. Und in der gestreckten. Wunderbar. Okay, noch eine Dehnung zum Schluss. Wir nehmen die Hände hinten zusammen, Brust raus, versuchen die Arme zu strecken und heben dann die Arme so weit nach oben wie möglich weg vom Rücken. Sehr gut, Leute, das war die Ellbogensequenz für unsere Rehab-Prehab-Series. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt keine Schmerzen, wenn dann nur so ein bisschen
unangenehmes Gefühl in den Ellbogen, das ist in Ordnung, sollte aber nicht wehtun. Mach diese Übung einfach ein- bis zweimal die Woche zum Start, vielleicht auch an festen Tagen, dass ihr einfach eine Regelmäßigkeit reinkriegt und dann könnt ihr die Übungen täglich auch durchführen, einfach nur um eure Ellbogen gesund zu halten. Lasst mir gefällt mir da auf das Video, abonniert den Kanal. Ich werde auf jeden Fall noch mehr Videos in der Art rausbringen, auch für Knie, Hüften, für die Schultern, eigentlich für alle Gelenke. Damit ihr die nicht verpasst, einmal bitte Glocke aktivieren. Wir sehen uns im nächsten Video, haut's rein und danke fürs Zuschauen.